Heute ein Handhobel von Bord. Der BFB 710N kommt mit einer Menge Zubehör. Einem Staubbeutel, Paralleleinschlag, klar etwas Papier, der Maschine selbst und einem Tiefenstopp. Der Hobel lässt sich stufenlos bis auf 2 mm tief einstellen. Des Weiteren verfügt er über ein Spanauswurfsystem, das nach rechts oder links eingestellt werden kann. Einem Handgriff mit Daumensicherung und die Klingen sind austauschbar. Der geübte Heimwerker kann den Paralleleinschlag sehr schnell zusammensetzen. Man sollte nur vorher auf die unterschiedlichen Schrauben achten und es erschließt sich einem schnell, wie diese zusammengehören. Der Falztiefenstopp lässt sich schneller anbringen. Beide Systeme und die Befestigung erinnern an die Aufnahme von zum Beispiel DeWalt, was vermuten lässt, dass Zubehör hier kombinierbar ist. Sicherheit geht vor und Action. Nicht gerade leise, aber das ist bei der Drehzahl nicht anders zu erwarten. Schön zu sehen, der Tisch bleibt sauber. Und der gesamte Abtrag ist im Staubbeutel gelandet. So lobe ich mir das. Rund 60 Euro kostet der Bord BFB 710N. Und ist nach meinem Dafürhalten sehr gut für den Hobbykeller geeignet. Links und weitere Details wie immer in der Videobeschreibung.